Ja, willkommen zurück. Leichte technische Schwierigkeiten, mein Bildschirm ist verschwunden. Ja, im Sommer 2008 haben wir die Zeitungen durchforstet und haben nachgelesen, wie viele Abschreibungen machen so die großen Banken. Und das ging so wirklich wöchentlich. Hier mal 5 Milliarden, da mal 10 Milliarden und so weiter. Das haben wir alles aufsummiert. Die Interpretation der Zeit im Sommer 2008 war allerdings die folgende. Wir hatten also nicht nur diese, tatsächlich im Bankensystem haben wir ein Problem. Überall werden Anlagen abgeschrieben, aber gleichzeitig hatten wir die Situation, dass der Ölpreis durch die Decke gegangen ist. Das heißt, in der Spitze war der Ölpreis pro Barrel bei 150 US-Dollar, der höchste Preis, den wir jemals gesehen haben. Naja, und von dem Hintergrund her, wann nimmt man an, in welcher Phase des Konjunkturzyklus gehen die Preise durch die Decke? Naja, wenn wir eine hohe Nachfrage haben. Preise steigen, wenn sich die Nachfragekurve nach außen schiebt im Markt. Also war die Interpretation im Sommer 2008, wir sind tendenziell immer noch in einer Aufschwung- oder Boomphase aufgrund dieser hohen Preisentwicklung. Wir haben so ungefähr 3 bis 4% Inflation in Europa gehabt in dieser Zeit. Und zusätzlich hat man gesagt, naja, da ist ein Problem im amerikanischen Immobilienmarkt, auch im Finanzmarkt insgesamt. Aber jetzt, erinnern Sie sich, klassische Dichotomie. Das ist in dem Sinne nur ein Problem in diesem Finanzsektor. Das schlägt sich nicht auf die Realwirtschaft durch. Das war noch die mehr oder weniger einheitliche Sichtweise der Ökonomen im Sommer 2008. Naja, ein Tag oder auch wenn man dann ein bisschen weiter vorwärts geht, zurückgeht in der Zeit, auch Ende August war eben die Zinsstruktur schon invers. Also konnte man tatsächlich sagen, vom Markt her, nicht hier, das Gelbe hier oben beim Orangen sind wir, vom Markt her hat der Markt gesagt, ich erwarte, die kurzfristigen Zinsen werden demnächst fallen, sprich, die Zentralbanken werden demnächst anfangen, die Zinssätze zu senken. Naja, und was ist passiert? Anfang Oktober in einer konzertierten Aktion haben die großen Zentralbanken der Welt mehr oder weniger gleichzeitig das Zinsniveau sehr deutlich abgesenkt, um einen vollen Prozentpunkt letztlich. Und das war dann die Initialzündung, die dann immer weiter lief bis zu dem Nullzinsniveau, was wir dann fast 10 Jahre lang bis zur Corona-Krise gehabt haben. Also hier in dem Sinne auch, wenn man jetzt historisch den Blätterwald durchforstet oder die Medien durchforstet im Sommer, wird schon nicht so schlimm werden. Bankenkrise ja, Realwirtschaft nein. Zinsstruktur sagt, hier passiert was. Ende vom Lied. Deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2009 bricht mit 5% historisch ein. Ein nie dagewesenes Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland. Naja, was habe ich Ihnen noch mitgebracht? Den 6.3.2020. Und hier können wir sagen, zumindest leichte Inversion. Naja, und wenn wir hier sagen, leichte Inversion, wenn wir Liquiditätsprämientheorie und Markterwartungstheorie, Erwartungswerttheorie zusammennehmen, dann können wir ja auch sagen, die Erwartungswerttheorie, die hatte gesagt, der kurzfristige erwartete Zins ist der langfristige plus die Differenz zwischen langfristigem und kurzfristigem. Wenn wir jetzt aber hier auch noch sagen, in dem steckt zum Teil die Liquiditätsprämie.
dann wäre in dem Sinne für die Anwendung der Erwartungswerttheorie erstmal die Liquiditätsprämie rauszurechnen. Das heißt, daraus kann man dann auch ableiten, das gleiche Signal wie bei einer deutlich inversen haben wir rausgerechnet die Liquiditätsprämie auch bei einer flachen oder nur schwachen Inversion, also der tatsächlichen Inversion der Zinsstrukturkurve. Das heißt, auch leichte Inversion deutet auf Senkung der kurzfristigen Zinsen in der Zukunft hin. Ja, aber zurück zu dem Datum, 6.3.2020. Was ist da passiert? Der kam genau ein, zwei Wochen später. China auch schon zugemacht hat, genau. Also das ist in dem Sinne, kann man vielleicht so sagen, der Start, wo uns bewusst wurde, mit Corona passiert irgendwas. Was, wissen wir noch nicht, aber das ist in dem Sinne der Start von Corona. Naja, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, denn wir starten ja im Sommersemester ziemlich früh, nämlich in der ersten Märzwoche. Und wir haben dann Anfang der dritten Märzwoche haben wir zugemacht. Also ich habe noch drei oder vier Termine Vorlesung gemacht. Ganz normal. Und ich weiß nicht, inwieweit Sie sich daran erinnern können, aber gehen wir noch in den Februar, Januar zurück. Wir haben auch hier Tourismusstudierende. Da haben wir uns noch lustige WhatsApp-Bildchen mit Leuten, Kreuzfahrttouristen aus Taiwan rumgeschickt, die lustige Masken. Gesichter hatten, weil sie die getragen haben und damit der Sonnenbrand halt nur um die Maske herum aussah. Ich glaube, wir haben alle da ziemlich gelacht und geschmunzelt und haben uns vielleicht dann auch, vielleicht nicht erinnert, aber es wurde uns dann gesagt, naja, sowas wie SARS haben wir schon mal gehabt. Da ist ja auch nichts passiert. Das bleibt mehr oder weniger lokal dort in Asien. Ja, dann kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe das damals dazu benutzt und an einer Fachhochschule sollen wir immer sehr praxisnah sein. Also habe ich diese Situation benutzt, um Wachstumsprozesse, wie funktioniert das Ganze, aufzuzeigen. Und in dieser Woche waren wir in Deutschland bei einer absoluten Zahl von nachgewiesenen Corona-Infektionen von ungefähr 100, 100 bis 200 oder sowas. Und ich weiß nicht, ob Sie das in der Schule gemacht haben. Dann habe ich das sogenannte Seerosenbeispiel die Leute daran erinnert. Also wir haben einen Teich mit einer Seerose und jeden Tag kommt doppelt so viel Seerosen mit dazu. Und dann, wenn wir irgendeine Fläche vorgeben, wie schnell ist denn dieser Teich voll? Und genau das Gleiche habe ich. Wir haben ja die Daten gehabt. So der erste nachgewiesene Corona-Patient, insbesondere Fasching, das war hier im Rheinland, und dann die Skitouristen aus Ischgl. Und der erste Fall war, glaube ich, in Bayern oder Süddeutschland irgendwo ein Mitarbeiter, der aus China zurückgekommen ist. Anfang November. Und da haben wir dann diese Zahlen gehabt über 10, 20 Tage. Wie haben sich die Corona-Zahlen damals entwickelt auf die gut 100 Anfang März? Und dann habe ich die Studis damals ausrechnen lassen, wenn das so weiterläuft in dem Wachstumsprozess, wann ist denn ganz Deutschland infiziert? Naja, und da kamen wir dann auf Oktober. Naja, also wie gesagt, auch in diesem Ende Februar, Anfang März
war die allgemeine Stimmungslage noch so, es hätte noch immer Jod gegangen, wenn wir in den rheinischen Karneval gehen. Ne? Was passiert ist, sehen wir, nee, die Kacke war dann richtig am Dampfen nachher. Und zurück zur Ökonomie. Zumindest in einer kleinen Art, in einer leichten Version, haben wir hier das Signal, eigentlich vielleicht das auch noch dazu, so Ende 2019, 2018, 2019 dachten wir eigentlich auch ökonomisch, haben wir jetzt Finanzkrise und Eurokrise durchgestanden. Jetzt können wir uns in dem Sinne wieder auf einen langfristigen, nachhaltigen Wachstumspfad begeben. Also die Stimmungslage, insbesondere im Winter 2019 in ganz Europa, Deutschland auch, die war wirklich sehr, sehr gut. Dass man gesagt hat, so, jetzt haben wir das durch, wir haben das ziemlich gut durchgestanden. Der Euro ist nicht auseinandergeflogen, die Welt ist nicht untergegangen. Jetzt können wir uns in Anführungszeichen wieder den wichtigen langfristigen Dingen widmen. Und da ist es dann in einer solchen Situation natürlich in dem Sinne dann überraschend, wenn eigentlich die Stimmungslage positiv ist, dass wir dann hier eine flache oder eben leichte Inversion der Zinsstruktur sehen. Naja, und das ist dann in dem Sinne, die Wirtschaft, die Finanzmärkte, die hängen weltweit zusammen. Und was sind Finanzmärkte? Was sind die Preise an den Finanzmärkten? Was sind die Preise an den Börsen? Das sind letztlich Ausdruck von Information. Das ist ja genau das, was der Preis machen soll. Der soll das grundlegende Informationsproblem lösen. Wie sind knappe Ressourcen zu verteilen? Und in dem Sinne zeigt diese leichte Inversion der Zinsstruktur die Information quasi, nee, das wird nicht lokal in China, Asien verbleiben. Das wird ein größeres Problem. Aber in dem Zusammenhang muss man eben auch sagen, qualitativ, da ist was im Busch, sollte man das auf jeden Fall immer im Auge behalten. Dass man jetzt aber sagen kann, so, jetzt fängt das Ding an zu drehen, also passiert in 6 Monaten etwas. Also dieser eindeutige Prognosecharakter. Genau dann passiert etwas oder innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate passiert etwas. Da muss man sagen, da würde man dieses Signal dann überfrachten und zu stark interpretieren. Aber eben als sehr, sehr wichtiger gesamtwirtschaftlicher Indikator, wie ist die Situation in einer Volkswirtschaft? Ja, dann habe ich Ihnen hier in dem Sinne ein bisschen deskriptiv aufgeschrieben. Wir hatten anfangs, wo haben wir es? Hier die sogenannten klassischen Instrumente, die Hauptrefinanzierung, Einlagen, Spitzen, Mindestreserve. Das sind in dem Sinne das, als man sich Zentralbanken ausgedacht hat, das sind meine Instrumente, die will ich einer geldpolitischen Institution an die Hand geben. Naja, und jetzt kommt die Finanzkrise und da haben wir uns dann in dem Sinne im Tages-, im Wochenrhythmus neue oder vielleicht nicht neue, aber mindestens extreme Finanzinstrumente, geldpolitische Instrumente ausgedacht. Und wenn Sie auch da ins 2008er Gutachten reinschauen, auch diese Aufstellung, die durfte ich damals schreiben. Also einfach gucken. Was machen die Zentralbanken weltweit, weil das wirklich jede Woche quasi was Neues war. Also in dem Sinne was sehr Spannendes. Und das erste, zwar klassisches Instrument, aber in einer extremen Ausprägung, nämlich sehr schnelle Absenkung des Leitzinses auf 0%. Naja, und da kann ich dazu sagen, ich habe auch in Geldpolitik promoviert. Anfang der 2000er. Wenn ich jetzt 2003 zu meinem Doktorvater hingegangen wäre und er hätte gesagt, ich beschäftige mich mit Zentralbanken, ich könnte doch eigentlich im Rahmen meiner Doktorarbeit mal untersuchen, was für eine Wirkung hat ein
langfristige Periode von 5 oder 10 Jahren Nullzins, nominale Nullzinsen auf eine Volkswirtschaft. Weil er ein netter Mensch ist, hätte er mir, glaube ich, keinen Vogel gezeigt, aber hätte gesagt, super interessante Idee, hat aber nichts mit der Realität zu tun. Naja, 5 bis 10 Jahre später, von 2009 bis 2022, 21, haben wir quasi Nullzinsen gehabt. Und das nicht nur in einem Land, sondern quasi durchgängig in den entwickelten Volkswirtschaften. Was haben wir uns noch ausgedacht? Wir haben uns noch ausgedacht, die sogenannte volle Zuteilung der Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Erinnern Sie sich, als ich die Hauptrefinanzierungsgeschäfte erläutert habe, die Geschäftsbanken müssen zur Zentralbank gehen und sich von der Zentralbank Geld besorgen. Der Mechanismus bis zur Finanzkrise war folgender, dass die Zentralbank quasi im Hinterzimmer sich überlegt hat, wie viel Geld will ich denn überhaupt in den Markt reingeben? Zum Beispiel 40 Milliarden Euro. Dann haben sich die Geschäftsbanken quasi darum beworben, dann gab es eine Auktion, dann hat die erste Geschäftsbank gehabt, also die Zentralbank hat noch den Leitzins veröffentlicht, zum Beispiel 4%, und dann hat die erste Geschäftsbank gesagt, ich brauche 2,5 Milliarden und ich biete diese 2,5 Milliarden in der Nähe des Leitzinses, zum Beispiel 4,2% an. Eine andere Geschäftsbank hat gesagt, oh, ich will expandieren, ich brauche mehr, ich brauche unbedingt mehr, ich will 5 Milliarden, damit ich das unbedingt bekomme, sage ich nicht 4,2 zahle ich dafür, ich zahle 4,4. Und dann wurden all diese Gebote, die reingekommen sind, zusammengesammelt und dann ist man eben vom höchst gebotenen Zinssatz runtergegangen, hat das alles aufsummiert und wenn die 60 Milliarden voll war, oder 40 habe ich gesagt, wenn die 40 Milliarden voll waren, dann hat die Auktion war eben Schluss und jetzt zum Beispiel Geschäftsbanken, die nur einen sehr niedrigen Zinssatz, 4,05%, ganz leicht über dem Leitzins geboten haben, die sind dann eventuell leer ausgegangen. Ja, wir hatten gerade, Sie hatten es gesagt, Zusammenbruch von Lehman. Was hat das bedeutet? Die privaten Geschäftsbanken, die jetzt hier so etwa Zentralbankgeld nicht hätten bekommen können, die brauchen es ja trotzdem, aufgrund der Gesetzeslage. Und die sind dann eben zu ihrer Nachbarbank gegangen, haben gefragt, hier hast du noch ein bisschen Zentralbankgeld für mich übrig. Wenn jetzt aber eine der größten Banken über Nacht zumacht, dann kann man sich vorstellen, dann ist der Mechanismus, naja, im Zweifel gehe ich zu meiner Nachbarbank und frage die, ob ich für ein bisschen Aufschlag eventuell das bekomme, was die ganzen Jahre funktioniert hat, dass da die Nachbarbank sagt, nee, könnte ja sein, dass du die nächste Lehman-Schwester bist und morgen, übermorgen zumachst. Das heißt, die Banken haben sich untereinander sehr, sehr misstraut und haben sich nicht mehr gegenfinanziert. Und deswegen ist die EEZB und auch die Federal Reserve dazu übergegangen, dass man gesagt hat, ihr müsst es nicht mehr verauktionieren, sondern wenn ihr sagt, ihr wollt 7 Milliarden haben, dann kriegt ihr die 7 Milliarden für den Leitzins, den wir veröffentlicht haben. Also es gibt keine Auktion mehr an der Stelle. Und das ist immer noch so beibehalten. Naja, in so einem Kreditvergabeprozess, weiß nicht, ob Sie vielleicht eine Hausfinanzierung oder Wohnungsfinanzierung Ihrer Eltern oder Tante oder sowas mal mitbekommen haben, dann kriegen Sie den Kredit nicht nur einfach so. Sie werden einmal in Ihrem Einnahme-Ausgabeverhalten durchleuchtet. Das müssen Sie offenlegen. Und was macht die Bank auch noch? Die lässt sich im Grundbuch eintragen, wenn die Ihnen einen Kredit gibt. Die sagt, im Zweifel, wenn du die Raten nicht mehr zahlen kannst, gehört das Haus mir. Was ist das? Das ist eine Sicherheit, die Sie hinterlegen für den Zweifel, dass Sie ausfallen. Und genau das Gleiche müssen die Geschäftsbanken für den Erhalt des Zentralbankgelds ebenfalls machen. Und das waren eben Teile aus Ihrem Anlageportfolio und insbesondere waren das Teile, die sehr, sehr gut geratet waren, wo eben gesagt wurde, die haben eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit. Jetzt sind wir aber in der Finanzkrise, wo alles extrem unsicher wird,
Wo insbesondere, das hatte ich Ihnen gesagt, im Sommer haben wir angefangen, diese ganzen Kreditausfälle zu zählen. Wie viel ist denn das? Die Geschäftsbanken haben jetzt gar nicht mehr genug gute Sicherheiten irgendwo gehabt. Haben Sie solche Ratingagenturen schon irgendwo gemacht? AAA, Double B oder sonst irgendwas? Also es gibt vier, fünf große Ratingagenturen in der Welt. Standard and Poor's, Moody's, wer fällt mir noch ein? Die bewerten, also auch für Sie im Zuge Ihres Studiums, sicherlich interessant, wenn Sie irgendwo wissen wollen, wie gut ist ein Unternehmen, dann können Sie, wenn das eine gewisse Größe hat, muss jetzt nicht ein Riesenunternehmen sein, das können auch Mittelständler sein, dann können Sie eben bei den Ratingagenturen nachgucken, die schätzen diese Unternehmen ein und vergeben denen dann eben so eine komische Buchstabenskala. Warum das Buchstaben sein müssen, weiß ich auch nicht. Vielleicht um die Information zu verschleiern. Da steht dann halt AAA, AA oder so etwas drauf für sehr gut. Ja, und die EZB oder die Zentralbanken haben eben gesagt, wenn ihr dieses Zentralbankgeld haben möchtet, dann müsst ihr gute Sicherheiten bei mir hinterlegen. Jetzt haben die Geschäftsbanken aber gar nicht mehr genug Sicherheiten gehabt. Das Finanzsystem soll weiterlaufen. Deswegen ist man hergegangen und hat die Anforderungen an das Rating abgesenkt. Naja, und all das liegt immer noch in den Zentralbankbilanzen. Ich zeige Ihnen nachher noch, wie groß die Zentralbankbilanz aufgepumpt worden ist in dieser Zeit. Was hat man auch gemacht? Diese Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die waren grundsätzlich für eine Woche laufen die, einen Monat. Ziemlich kurzfristig. In einer unsicheren Zeit hilft mir das dann relativ wenig. Also ist man hergegangen und hat diese Refinanzierungsgeschäfte in der Laufzeit deutlich ausgeweitet. Erstmal bis zu einem Jahr, dann zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie dann in einem Sonderfall sogar noch auf 3 Jahre. Und was man auch gemacht hat, naja, wir sind mittlerweile in einer internationalen Krise. Und was brauchen wir? Insbesondere, wir brauchen die Weltwährung und das ist immer noch US-Dollar. Und dann gab es eben bilaterale Abkommen zwischen der EZB, der Fed, der EZB und der Bank of England untereinander, dass man auch die ausländische Währung quasi über den heimischen Markt direkt zur Verfügung stellen kann. Das waren sogenannte Währungsswaps. Ja, dann gehen wir in dem Sinne in der Zeit weiter. Jetzt sind wir schon 2, 3 Jahre in der Finanzkrise. Was hat sich dann in dem Sinne angeschlossen? Die Euro-Krise. Und hier dann insbesondere fokussiert auf Südeuropa. Also in Griechenland war es schon richtig schlimm. Da hat man dann aber auch immer noch gesagt, naja, Griechenland hat ein Bruttoinlandsprodukt, das ist ein bisschen größer als das von Rheinland-Pfalz. Ist nicht schön, aber im Gesamtkontext, Sie erinnern sich, 15 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Währungsunion, da macht Rheinland-Pfalz jetzt nicht so den großen Effekt aus. Wovor man dann aber Angst hatte, war, dass in der Zeit Schwierigkeiten im italienischen Finanzmarkt. Ja, und Spanien. Dass nämlich dort in Südeuropa das direkt drohte zu kippen. Naja, und Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Das heißt, wenn die gekippt wären, dann hätte das tatsächlich ein deutliches Problem für den Euro bedeutet. So, jetzt ist mein Bildschirm wieder weg. Ich versuche das mal jetzt hier über die Maus zu lösen. Ich hoffe, dass ich kann ich jetzt hier auch so zeichnen. Mal gucken. Naja, das geht nur mit dem Stift. Funktioniert das noch? Das funktioniert leider nicht. Das ist schade. Das läuft noch da oben. Ja.
Ja gut, also entweder werde ich dann tippen oder Sie müssen jetzt etwas mehr mitschreiben, weil ich nicht mehr so viel reinschreiben kann. Ist aber an sich jetzt auch nicht so viel mehr zu schreiben mit dazu. Also in dieser Zeit hat man dann zwei Dreijahrestender, also Ausweitung der Laufzeit dieser Refinanzierungsgeschäfte gemacht von 500 Milliarden Euro. Naja, und das können wir mittlerweile auch einordnen. Was sind 500 Milliarden Euro? Das BIP von Deutschland sind ungefähr 4 Billionen Euro. Das heißt, das ist 25% der Wirtschaftsleistung von Deutschland, die da rausgehauen worden ist. Also eine gewaltige Summe. Zur Stabilisierung insbesondere von Südeuropa. Dann gab es zwischendurch, fast etwas untergegangen in den Medien, eine Absenkung des Mindestreservesatzes. Da erinnern Sie sich bitte, genau das Beispiel sind wir durchgegangen. Der Geldmengenmultiplikator hängt davon ab. Und wenn wir den Mindestreservesatz von 2 auf 1% absenken, dann bedeutet das, so wie wir den Geldmengenmultiplikator ausgerechnet haben, 1 durch Reservesatz bedeutet, dass wir ihn von 50 auf 100 erhöhen. 1 durch 2% sind 50 und 1 durch 1% sind 100. Und dann immer noch Italien, gab es eine berühmte Rede von Mario Draghi, dem damaligen Präsident der EZB, nachher dann nochmal italienischer Ministerpräsident, dass er im Sommer in London, 26.07.2012, hier können Sie draufklicken und sich die Rede anhören oder die Antwort, das war auf einer Pressekonferenz, war an sich eine, sagen wir, Forschungskonferenz. Jetzt nichts irgendwo Besonderes, wo erwartet wurde, dass der EZB-Präsident ein besonderes Statement macht. Und dann gab es aber eben eine in Anführungszeichen ganz normale Pressekonferenz von dieser Konferenz. Und dort hat dann ein Journalist gefragt, ja, in Italien sieht es gerade schwierig aus. Was ist in Italien passiert? In Italien sind die Zinssätze relativ insbesondere zu Deutschland explodiert. Naja, was bedeutet, wenn die Zinssätze also von Staatsanleihen nach oben gehen? Dann bedeutet das, dass ein Staat große Schwierigkeiten in der Refinanzierung kriegt. Denn um an Kredit zu kommen, muss er immens hohe Zinszahlungen leisten. Das ist ja zurzeit auch eines der großen Probleme oder das, was ins Feld geführt wird. Wir brauchen Geld, wir sollen noch irgendwas ausgeben. Wir müssen aber schon alleine, jetzt ist mein Bildschirm wieder da, muss ich also ein bisschen warten. Wir müssen allein in Deutschland 35 Milliarden pro Jahr an Zinsen bezahlen. Italien in der Zeit noch viel, viel mehr relativ gesehen, weil deren Zinsen Richtung zweistellig gegangen sind. Und dann ist Mario Draghi gefragt worden, ja, wie geht denn die EZB mit dieser Frage um? Und da hat er eben gesagt, within our mandate, the ECB is ready. Und dies ist dieses berühmte, deswegen nennt man das die Whatever it takes Rede, to do whatever it takes to preserve the Euro. Und dann hat er das nochmal unterstrichen und gesagt, and believe me, it will be enough. Das Ganze nennt man den sogenannten Draghi-Put. Haben Sie Finanzderivate schon gemacht? Put- und Call-Optionen. Sagt Ihnen das was? Irgendjemandem. Ja, in den Finanzmärkten gibt es nicht nur Kredite, da gibt es noch ganz lustige Sachen. Nämlich, Sie können das Recht erwerben, eine Aktie, die Sie heute haben, zu einem festen Preis morgen zu verkaufen. Das heißt, gegen was sichern Sie sich damit ab, dass der Kurs verfällt? Sie können auch umgekehrt das Recht erwerben, eine Aktie morgen zu einem festen Preis zu kaufen. Das nennt man dann einen Call. Naja, und was Mario Draghi hier in dem Sinne gesagt hat mit seiner Rede ist, und deswegen nennt man das Put, egal was in Italien noch passiert, im Zweifel wird die Europäische Zentralbank reingehen und italienische Staatsanleihen kaufen. Denn was passiert dann, wenn ein zusätzlicher machtvoller Nachfrager auftritt? Die Rendite fällt, haben wir immer wieder argumentiert. Nachfrage nach dem Produkt steigt. Also, wenn ich viel Nachfrage habe, muss ich nicht mehr so viel Zins anbieten, um Kredit zu kriegen.
Also er hat gesagt, im Zweifel, wenn jetzt die Zinsen noch weiter durch die Decke gehen sollten, dann werden wir kaufen und insbesondere mit diesem Nachdruck, believe me, it will be enough. Was heißt das? Im Zweifel werden wir werden wir die Geldpresse so anwerfen, dass wir einfach anfangen, Geld zu drucken, um italienische Staatsanleihen zu kaufen. Was ist darauf passiert? Hat die EZB dann massiv italienische Staatsanleihen gekauft? Die Baublase war eher in Irland und in Spanien. Ja, hier in dem Umfeld ist tatsächlich einfach so in Anführungszeichen passiert, dass die italienischen Zinssätze wieder runtergegangen sind, ohne dass die EZB kaufen musste. Warum? In den Finanzmärkten oder in der Ökonomie sind Erwartungen enorm wichtig. Alles ist in dem Sinne erwartungsgetrieben. Naja, und letztlich ist es eine Wette darauf, hohe Zinsen zu haben bei italienischen Staatsanleihen, dass ich also diese hohen Zinsen verlange, darauf, dass das so weiterläuft. Jetzt hat aber hier die mächtigste Finanzinstitution in Europa gesagt, ich werde diese Zinssätze drücken. Das heißt, wenn Sie als Investor auf steigende Zinsen setzen, dann wetten Sie gegen die Zentralbank. Ja, und hier kann man sagen, war allein diese Ankündigung oder allein diese Ankündigung hat ausgereicht, um die Erwartungen in den Finanzmärkten zu ändern. Dass nämlich tatsächlich dieser Ankündigung geglaubt worden ist. Naja, und das Ganze funktioniert in dem Sinne wie eine Put-Option, nämlich diejenigen, die Staatsanleihen haben, können sich sicher sein, morgen wird jemand kommen und das Ding kaufen. Das ist diese Ankündigung, deswegen nennt man das Ganze den Draghi-Put. Also dieses punktuell hat funktioniert einfach durch die Ankündigung. Da muss man sagen, das funktioniert vielleicht noch einmal, aber dauerhaft wird das sicherlich nicht funktionieren. Wir hatten grundlegend die Euro-Krise, das heißt, man hat im erst geringen Umfang angefangen, Staatsanleihen jetzt aber aus der ganzen Eurozone in geringer Bonität zu kaufen und dann im Jahr, da steht noch, ab 2015 gehört er noch dazu, da hat dann die EZB einen regelmäßigen Mechanismus eingeführt und die Zahl hat bis 2019 lief das Ganze. Die Zahl ist immer wieder mal angepasst worden, mal 20, mal 80 Milliarden oder sowas, aber so im Durchschnitt kann man sagen, rund 60 Milliarden Euro an Staatsanleihen hat die EZB jeden Monat gekauft. Naja, dann habe ich Ihnen schon im Vorfeld von Corona gesagt, 2019 dachten wir eigentlich oder hatten wir gehofft, wir sind durch und dann kommt Corona. Das heißt, tatsächlich ist dieses Programm kurzfristig ausgesetzt worden, um dann eben in Corona, und das sehen Sie hier, mit voller Wucht wieder aufgenommen zu werden. Also nochmal 750 Milliarden für das Corona-Programm. Dann läuft Corona aus und wir haben diesen drastischen Zinsanstieg im Zuge des Ukraine-Kriegs und seit rund 6 Monaten fallen die Zinsen wieder. Also das in dem Sinne so ein deskriptiver Überblick, was ist denn in diesen 15 Jahren alles so passiert. Naja, und auch dieser Zinsanstieg, auch den kann man in dem Sinne als Sondermaßnahme interpretieren. Weil innerhalb von 6 Monaten 450 Basispunkte nach oben zu schießen, das haben wir auch noch nie gesehen. Ja, dann noch was sehr Wichtiges für die Praxis. Ich habe jetzt ganz viel über den Leitzins geredet und wir haben darüber geredet, mit dem Leitzins möchte ich die kurzfristigen Zinsen in einer Wirtschaft steuern.
Naja, die kurzfristigen Zinsen am Interbankenmarkt, das ist, hatte ich auf der anderen Folie, glaube ich, auch schon drauf, dieser sogenannte EONIA bzw. ESTR, European Short Term Interest Rate. Das ist der kurzfristige Interbankenzins. Den möchte ich mit dem Leitzins steuern. Der Leitzins ist die schwarze Linie in meinem Diagramm. Und was sehe ich bis zur Finanzkrise? Bis zur Finanzkrise sehe ich die schwarze Linie nicht. Naja, und das ist in dem Sinne was Schönes, denn die Zentralbank hat das Ziel, die rote Linie zu steuern. Naja, und wenn die schwarze Linie hinter der roten Linie verschwindet, dann kann ich sagen, in dem Bereich steuere ich relativ gut über die Leitzinsen genau den Zinssatz, den ich erwischen möchte. Und was passiert dann in der Finanzkrise? Im Zuge dessen sehe ich plötzlich die schwarze Linie. Das ganze Ding rutscht runter auf die Einlagenfazilität. Seit der Finanzkrise folgt der kurzfristige Interbankenzins der Einlagen. Fazilität. Also so gesehen, wenn wir jetzt vom Leitzins reden, ist der Leitzins gar nicht mehr der Leitzins, sondern der Leitzins ist der Zinssatz der Einlagenfazilität. Naja, und der Grund dafür, der ist, was wir auf der zwei Folien vorher hatten, die zweite Maßnahme, die volle Zuteilung, die wir haben. Bei den Hauptrefinanzierungsgeschäften. Naja, warum das? Ich habe jetzt die Möglichkeit, egal wie viel Geld ich haben möchte, ich kriege das immer zum Leitzins. Und dieses Zinsniveau ist in dem Sinne nach unten abgesichert über die Einlagenfazilität. Das ist der Anlagezinssatz, den ich immer zurückkriege. Im Zweifel, wenn ich irgendwo Geld rumliegen habe als Geschäftsbank, kann ich immer zur Einlagenfazilität bei der Europäischen Zentralbank anlegen. Naja, und damit sinkt in dem Sinne das Referenzzinsniveau eben vom Leitzins auf dieses Absicherungszinsniveau nach unten. Also das kann man sich in dem Sinne auch merken, wenn man jetzt hier angekündigt wird, der Leitzins wird um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Im Zuge dessen wird meistens um den gleichen Betrag auch die Einlagenfazilität gesenkt, aber letztlich der relevante Zinssatz ist nicht der Leitzins, so wie wir ihn kennen, sondern der, der etwas drunter liegt, der Einlagenfazilität. Ja, hier habe ich Ihnen mal die Entwicklung des Anleihenkaufprogramms. Geben Sie mir noch 3 Minuten, wir haben noch die zwei Folien und dann bin ich durch. Seit 2015 zusammen mit, das hier ist das Corona-Paket, was dann nochmal das Ganze extrem gemacht hat. Dann sehen wir hier, das sind rund 3 Billionen Euro. 3 Billionen Euro an Staatsanleihen, an privaten Anleihen hat die EZB seit 2015 in ihre Bilanz aufgenommen. Und das können wir jetzt auch einordnen in Größenordnung. Das BIP der Eurozone. Da hatten wir gesagt, das sind ungefähr 15 Billionen Euro. Das heißt, wir sind hier, die EZB hält circa 20% der gesamtwirtschaftlichen Leistung der Eurozone. Naja, was heißt das? Die EZB ist selber die Institution, geldpolitische Institution, das ist die, die das Geld druckt. Das bedeutet letztlich,
Die EMU, die Europäische Währungsunion, vergibt an sich selbst Kredit. Das ist so, wenn Sie Ihr Familienvermögen in dem Sinne angucken und Sie gehen zu Ihrem Onkel und der gibt Ihnen Kredit, dann ändert sich an der Vermögensposition Ihrer Familie an sich gar nichts. Naja, was bedeutet das, wenn Sie sich selbst Geld verleihen? Da sehe ich ein ziemliches Risiko drin. Ich habe das Ganze dann die sogenannte Münchhausen Finanzierung getauft. Warum Münchhausen? Das Märchen von Münchhausen kennen Sie vielleicht. Der ist irgendwann in den Sumpf gefallen. Und wie hat er sich gerettet? Ich kann das nicht mehr, weil ich nicht genug Haare habe. Er hat sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herausgezogen. Naja, und das ist in dem Sinne das, was wir hier machen. Wir vergeben an uns selber Kredit, um unseren Finanzmarkt zu stabilisieren. Und wollen uns dadurch aus uns selbst heraus retten. Naja, wir sichern uns tatsächlich dann bei uns selbst risikoreich ab. Und da würde ich sagen, sollte man aufpassen, dass sich dort nicht ein langfristiges Risiko dann nachher aufbaut. Kurzfristig zur Stabilisierung habe ich da nichts dagegen. Nur wenn man der Meinung ist, dass man das langfristig hält, glaube ich nicht, dass das gesund ist für die Wirtschaft. Hier hat man angefangen, das Ganze abzusenken. Allerdings muss man da dazu sagen, mit der jetzigen Situation, Bruch der Ampel bei uns, Trump in den USA, China, Taiwan, Konfrontation, weiß ich nicht, ob das hier weiter abgebaut wird. Also auch ein wichtiger Punkt, den man betrachten sollte. Hier der Vollständigkeit halber noch die Entwicklung der Zentralbankbilanz als Ganzes. Das heißt, wir kommen aus einer Situation von 1 bis 2 Billionen Euro in der Spitze dann einer Vervierfachung, Verfünffachung der Zentralbankbilanz. Das heißt, das ist eine massive Ausweitung der Geldmenge. Naja, und da haben wir auch schon argumentiert, neoklassische Sichtweise auf Geld mit der Quantitätstheorie bedeutet das letztlich Inflation. Naja, und da kann man jetzt auch schon sagen, im Sommer 2021, damals sind die Preise schon angesprungen, da ist in dem Sinne Corona ausgelaufen. Und die Preise sind schon Richtung Inflationsraten 4-5% gegangen. Damals hat die EZB noch gesagt, naja, das ist ein kleiner Nachholeffekt nach Corona. Die Leute mussten alle zu Hause bleiben, die haben jetzt wieder Bock zu konsumieren und dass dann ein bisschen die Preise anfangen zu steigen, das ist alles nicht so schlimm. Damals war meine Interpretation von hier, es hat sich in dem System über die 10 Jahre quasi ein riesiger Druck aufgebaut. Und der muss sich zwangsläufig, wenn das hier nicht schnell abgesenkt wird, irgendwann entladen. Naja, nach 3 Monaten hat dann die EZB angefangen, die Zinsen zu erhöhen, weil sie gesagt haben, oh, das dauert wohl doch länger. Und dann leider nochmal 4 Monate später hat der Verrückte die Ukraine überfallen. Und das hat natürlich mit Energiekrise dann nochmal das Ganze zusätzlich gepusht. So, dann noch am Schluss schnell mein Lieblingsbild. Das sind die Zinsen, Zinsentwicklungen der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion seit den Anfang der 1990er Jahre. Und was wir hier sehen, ist, dass hier die Zinsen stark auseinanderfallen. Hohe Zinsdifferenz. Und ab 1999 haben wir quasi ein einheitliches Zinsniveau. Was ist 1999 passiert? Bis zur Finanzkrise. 2 Minuten noch. Genau, Einführung des Euro.
Und jetzt haben wir Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Frankreich. Bei der Einführung des Euro gab es eine sehr große Kontroverse zwischen Deutschland und Frankreich. Wissen Sie, welche Kontroverse das war? Ja? Stimmt, ich habe es auch schon angesprochen, ja? Genau, stimmt. Da, ich hatte es bei den Schulden schon erzählt. Also Deutschland hat gesagt, wir wollen sehr strenge Regeln, damit der Euro stabil ist. Und Frankreich hat gesagt, schon immer zentralistischer aufgebauter Staat, wir sind eher interventionistisch, wir wollen nicht so strenge Regeln, wir greifen dann ein, wenn was passiert und ansonsten lassen wir es erstmal laufen. Deutschland hat sich durchgesetzt bei der Einführung. Strenge Regel, und zwar eine sehr strenge Regel, die eingeführt wurde, insbesondere weil Deutschland gesagt hat, naja, wenn wir eine gleiche Währung haben, dann können die Mitgliedsländer lustig anfangen, Schulden zu machen, weil ja alle zahlen müssen. Und da gab es die sogenannte No Bailout Clause im Maastricht-Vertrag. Und was hieß die No Bailout Clause? Die hieß, jedes Land, auch wenn wir die gleiche Währung haben, ist für seine Schulden selbst verantwortlich. Wenn ihr Mist in eurem Staatshaushalt baut, dann müsst ihr den selber auslöffeln. Es ist sogar verboten, dass dein Nachbar dir hilft. Der Nachbar, auch wenn er die gleiche Währung hat, ist nicht verpflichtet, ihm ist sogar verboten, dann einzuspringen. Naja, und jetzt haben wir hier gleiche Zinssätze. Ein Zinssatz für eine Staatsanleihe ist was? Ganz grundsätzlich vom Verhalten, ein Zinssatz für einen Kredit. Warum müssen wir hier, wenn wir jetzt alle zur Bank gehen, sehr wahrscheinlich für den gleichen 15 Jahre laufenden Hauskredit unterschiedliche Zinsen zahlen? Warum werden wir nicht alle das gleiche Angebot kriegen? Genau. Die Bank macht also individuell für jeden von uns was? Einen Finanzcheck, eine Risikoeinschätzung. Die fragt sich, Sie sind sehr solide. Jawohl, Sie kriegen den Kredit für 2% bei dem Halodri, der hier vorne rumsteht und irgendwas erzählt, dass er was von Ökonomie verstehen würde. Dem glaube ich das nicht. Der zahlt mal 4%. Das heißt, der Zinssatz. Der ist, Zins ist Ausdruck der Risikoeinschätzung für das Land. Jetzt haben alle die gleichen Zinsen, also sagt der Markt, alle haben das gleiche Ausfallrisiko. Naja, wann komme ich prinzipiell zum gleichen Ausfallrisiko, wenn ich sagen würde, in allen Ländern läuft das ähnlich. Sprich, wir machen jetzt unsere makroökonomische Analyse, gucken, wie ist das Wirtschaftswachstum, wie läuft der Arbeitsmarkt, wie läuft die Inflation. Und wenn alles bei allen Ländern ungefähr ähnlich ist, dann wären wir nicht überrascht, dass alle die gleichen Zinsen zahlen. Ist das der Fall gewesen über diese 10 Jahre, dass es in allen Ländern der Eurozone ungefähr gleich gelaufen ist? Also es ist nicht wahnsinnig auseinandergegangen, aber es gab natürlich sehr unterschiedliche Entwicklungen. Trotzdem gibt es die gleichen Zinsen. Trotzdem sagt der Markt gleiches Ausfallrisiko. Was hat also der Markt hier gemacht? Der Markt hat gesagt, das Ding da oben habt ihr zwar auf Papier feierlich unterschrieben und abgegeben, das glaube ich euch nicht. Im Zweifel, ihr habt jetzt eine gemeinsame Währung. Wenn irgendwas kracht, dann springt ihr gegenseitig ein. Das heißt, der Markt hat die No Bailout Clause nicht geglaubt. Und 2008 hat der Markt recht gehabt. Ja, insbesondere wenn wir uns Griechenland angucken. Bei Griechenland wurde ein Schuldenschnitt, den haben wir nicht so gesehen, weil der nachher finanztechnisch nur bei den Banken gemacht wurde. Die Banken mussten ihre griechischen Anleihen mit 50% abschreiben. Das nennt man klassischerweise einen Staatsbankrott.
Private Anleger, denen hat man gesagt, ihr müsst das nicht machen, aber dadurch, dass es die Banken getroffen hat, hat das natürlich über die Konditionen trotzdem alle getroffen. Warum hat man das so gemacht? Man wollte einen formalrechtlichen Zusammenbruch von Griechenland nicht ausschließen, sondern nicht zutage treten lassen. Also formalrechtlich ist Griechenland nicht aufgefallen. De facto wird gesagt, ihr müsst nur noch die Hälfte zurückzahlen. Ja, wer hat das bezahlt? Das haben wir, EZB, Europäische Währungsunion und der IWF war auch noch ein bisschen mit dabei. Das haben wir alle zusammen bezahlt. Also, der Markt hatte wieder mal recht. Und das in dem Sinne dazu der Abschluss. Ich will Sie nicht zu ökonomiehörig oder so etwas treiben. Nur insbesondere die Finanzmärkte in ihrer Informationsaggregation sind schlicht und einfach hocheffizient, sodass man das nicht einfach irgendwie außer Acht lassen sollte. Trotzdem Sozialwissenschaften, andere Gesichtspunkte, Politik ist natürlich ebenfalls sehr wichtig für ein Gesamtbild. Aber wir sehen immer wieder in der Historie, wenn irgendjemand versucht, gegen die Finanzmärkte zu wetten, wird er meistens auf die Nase fliegen. Okay, mein Bildschirm ist wieder weg, aber läuft, glaube ich, noch. Dann muss ich das jetzt hier rüber steuern. Vielen Dank für heute.